Ja, hallo und willkommen zurück in deiner Lieblingspommesbude an Tag 18. Und diesen Tag starten wir damit, die Früchte unserer harten Arbeit hier zu ernten. Denn hier sind die Kartoffeln fertig und noch ein paar andere Sachen. Und wir haben auch wieder neue Samen. Die können wir doch gleich einpflanzen. So, dreimal Kartoffeln gibt es hier, zweimal Kaffee. Und dann haben wir noch Pilze. Oh, die können wir aber unten an die Wand kleben. So, einfach dahin. Da wachsen die auch gut. Kein Problem. Und dann schauen wir uns doch mal Fähigkeitspunkte an. Fähigkeitspunkte haben wir zwei Stück. Und ich würde mal gern einen Punkt in den Schrotflintenskill reintun. Und einen weiteren in den wagemutigen Abenteurer, weil wir hier einfach bessere Questbelohnung haben. So, wir machen ja des Öfteren Quests. Vielleicht stecke ich auch noch einen zweiten Punkt da rein. Und dann können wir ja auch gleich loslegen. Hier im Zementmischer wird fleißig Beton produziert. Hier schmelzt gerade so ein bisschen Blei und Messing ein. Währenddessen werden Stahl und Eisenbarren produziert. Und ich habe über Nacht hier auch diese Mods gebaut. Und nicht wundern, die sind nicht für mich, sondern die sind hier zum Verkaufen. Und zwar werde ich die hier immer in so gelootete Rüstung reinmachen, weil das ja nun mal den Wert sehr steigert. Hier haben wir jetzt zum Beispiel 132. Geil. Das geht hier gar nicht rein. Das geht nur in schwere Rüstung rein. Also in Rüstung, die überhaupt Geräusch macht. Die hier macht ja gar kein Geräusch. Insofern nützt das hier nichts. Aber wir looten ja ständig irgendwelche schwere Rüstung und so. Da werden wir die dann einbauen und damit den Wert der Rüstung steigern. Und das gibt mehr Geld. Und mehr Geld ist gut, weil Geld ist Profit und Kapitalismus alles. Spricht aus meiner Sicht nichts dagegen. So. Nehmen wir mal noch Benzin mit. Und dann tanken wir hier auf. Und fahren los zum Händler. Da haben wir noch eine Quest abzugeben von gestern, glaube ich. Eine Stufe 3 Quest. Und dann will ich mal unbedingt schauen, ob er Strom wiederherstellen Quest auf Stufe 3 für uns hat. Denn so eine Stufe 3 haben wir noch nicht gemacht. Und das würde ich gern mal heute Nacht in Angriff nehmen. Hallo Bob. Anything you like? Ja, jetzt haben wir nämlich drei Sachen zur Auswahl statt nur zwei und wir haben hier ein Militärbein schienen. Das ist natürlich gut. Ich glaube, die ziehe ich direkt an. Weiß gerade nicht, was wir anhaben, aber es sieht auf jeden Fall besser aus. So, was haben wir denn hier? Stromzufuhr wiederherstellen, 550 Meter, 670 und 680. Na, nehmen wir die. Downtown Filler 06. Okay. Hört sich interessant an. Wir haben doch jetzt Geld bekommen, oder? Ja. So, ich mache erstmal hier den Switch. Ah ja, wir haben also den Stoffbein entschieden. Dann bauen wir die gerade mal um. Und dann haben wir auch direkt bessere Rüstung. So, wenn wir Stoff haben, können wir die gleich noch reparieren. Dann ist die auch wieder mehr wert. Hast du hier irgendwas? Schädelbrecher nehmen wir mit für die nächste Horde. Was macht denn das eigentlich? Nee. Naja, obwohl, doch. Für die Generator-Quest. Ich hau den einfach mal rein nachher. Mal gucken, was es bringt. Jedes kleine bisschen hilft. Ja, und wenn wir jetzt erstmal tagsüber keine Quest machen, dann fahren wir zumindest mal in die Richtung. Wenn dieser POI nämlich irgendwas mit Downtown heißt, dann müsste ja hier das Stadtzentrum sein. Ich dachte mal, das Stadtzentrum wäre eher hier oben. Stimmt aber scheinbar nicht. Scheinbar haben wir hier ein Stadtzentrum weiter im Süden. Und da kommt. Aus dem Weg, Palette. Da kundschaften wir doch erstmal diesen POI aus, gucken uns den mal von außen an, wie das aussieht und dann looten wir irgendwas in der Nähe, weil diese ganzen Downtown-Gebäude interessieren mich mal. Habe ich noch gar nicht so viel selbst von gelootet in der Alpha 20. Ah, okay. Also hier soll das dann stattfinden heute Abend. Okay, interessant, interessant. Sieht jetzt nicht so groß aus, drei Etagen. Mal gespannt, was da so kommt. So, was ist das denn hier für eine Ruine? Gibt's hier irgendwas? Oh, hier habe ich schon wieder Ideen, eine Hortbase zu bauen, ne? Das ist unfassbar. Ja, sieht cool aus, aber ich vermute, hier gibt es kein Loot, oder? Kommt man hier überhaupt hoch? Hier wohl eher nicht. Ja gut, verschwenden wir nicht unsere Zeit. Wie wär's denn hier mit dem Gebäude gegenüber von unserer Quest?
Dix. Schauen wir doch mal rein. Oh. Oh, hi. Wir sind übrigens immer noch auf der Suche nach einmal Säure für unsere Chemiebank. Einmal Juckersaft gleich zum Soforttrinken. Ist euer Kaffee hier eigentlich auch so teuer? Ovi, 5,99. Halsabschneider. Der Lampe im Müll. Okay. Hier gibt's Steine. Hier gibt's erstmal nichts. Außer Suppe und Bier. Hühnchenration und Ei. Komm, wir lassen die hier unten mal rumtrommeln. Ist mir egal, ich mache alle Türen hinter mir zu. Ah, hier sind Spikes, okay. Draußen ist schon wieder das größte Mistwetter am Start. Okay, und hier scheint aber kein Zombie zu sein. Dann, ja, looten wir das hier doch mal. Soll man hier raus? Ja, soll man. Okay. Und dann hier drüben wieder rein. Wir müssen doch mal, ich wollte gerade sagen, hier müssen doch mal irgendwann Zombies kommen. Ui. Naja, tschüss. Bleib da drin. Und setz dich auf die stille Treppe. Junge, stirb. Oh, der war Feral. Hab ich mir schon fast gedacht, so viel wie der ausgehalten hat. Hab ihn aber vorher nicht frontal gesehen. Ah, hier ist Munition. Habe ich Geld dabei? Ja, ich habe Geld dabei. Gefängnisausbrecher brauchen wir nicht. Wir haben unendlich Lockpicks, theoretisch. Oh, was ist denn jetzt los? Ist hier noch einer runtergefallen? Soldat! So, nee, Quatsch. Von unten kommen wir ja. Nee, von unten kommen wir nicht. Ich bin verwirrt. Ist nichts weiter. Ein bisschen Wasser können wir hier noch rausbekommen. Oh. Oh, hallo, Cop. Hä? Lag der da? Ah, Spinne. Ich hab den überhaupt nicht gesehen. Mal zwei Lockpicks. Oh, Reinigungswagen. Ah, keine Säure drin. Federn nehme ich jetzt nicht mehr mit. Weil wir haben überhaupt keinen Verwendungszweck mehr für Federn. So, hier gibt es auch beim Auseinanderbauen keine Säure. Das ist ärgerlich. Ah, ist ja nicht doll hier bisher. Ja, schon wieder eine Feder. Hier nichts weiter, okay. War die Tür zu?
Na, Bauplan und die das Buch haben wir schon. Das kann gescrappt werden. Das Papier, da ist noch eine Crackerbook-Kiste. Oh, Patronengurt-Mod. Aber ich glaube, den haben wir schon, ne? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, den haben wir schon. Okay. Hui. Hier gibt's wieder viel Papier. Hi. Ja. Was denn, nur zwei hier? In der ganzen Bibliothek? Ja gut, dann Tür zu und wir gehen rein in die Bücher. Alles nur Papier. Okay, das war's hier unten. Ah, hier oben gibt's noch mehr. Okay. Ihr sitzt doch bestimmt hier. Ja. Du warst noch nicht tot? Dann bist es jetzt. Schelm-Sandwich, das esse ich gleich. Oh, zweimal Mega-Crush. Ich glaube, das ist das erste Mal in der Alpha 20, dass ich Mega-Crush sehe. Ein sehr wertvoller Trunk für die Hordennacht, falls mal was schief läuft. Okay, dann sind wir die Bücherei durch. Oh, Vorsicht, nicht stolpern. Da stolpert noch einer raus. Gut. Da ist eine Kiste. Mit einem großen Mutterwerkzeugtank-Mod. Okay. Gut, essen wir das hier noch. Und vielleicht die Suppe. Dann können wir noch das Mineralwasser trinken. Und das hier auch noch essen. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Oh, ein bisschen Öl und das Rezept für Öl. So, jetzt muss ich noch ein bisschen mehr Platz machen. Ha, wieder Kartoffelsamen. Für mehr Pommes. Collegejacke. Nehmen wir mit für den Trader. Und ich glaube, hier unterm Tisch ist eher nichts. Ein Kneipenschlägerbuch. Ja, das lese ich jetzt. Kein Platz mehr, um irgendwas mitzuschleppen. Oh, hallo Soldaten-Zombie. Oh, der ist ja Feral. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ich glaube, die Schrotflinte bringt bei dem nicht viel. Uff, uff, der hält einiges aus. Doch das ist noch schlimmer als der Biker. Okay, dann kommt raus. Oh, da ist ein Feral Biker. Komm. Ah, shit. Warum ist das nicht explodiert? Ich muss jetzt gleich hier runterspringen. Gucken, was er macht. Der ist weg. Wir haben aber beide erwischt. Glück gehabt. Vielleicht die Chance nutzen.
Okay. Da ist ja noch eine Kiste. Oh, Rezept fürs Kürbisbrot. Und Militärrüstungsteile. Okay, dann scrap ich mal diese ganzen Bleisachen und das Eisenrohr. Ist das eine Mine? What the fuck? So, das scrappen, das nehmen wir mit. Das leere Glas brauche ich nicht. Heidelbeeren lasse ich jetzt auch erstmal hier. Noch mehr Militärrüstungsteile. Weg damit. Okay, dann geht's wohl hier weiter. Oh, hallo, Herr Feral Zombie. Ja, One-Shot. Kann man mal bringen. Guckt ihr denn her von oben? Gut, den hat's entschärft. Und dann sind bestimmt noch mehr hier drin. Die haben wir auch. Was ist das hier? Muss ich das hier auseinander? Ja, genau. Ich mache jetzt hier 10.000 Hitpoints mit dem Schraubenschlüssel. Als ob. Oh, dann geht's jetzt hier runter. Ich glaube, ich will mal abladen. Mal hier schon mal auf so einer Position sind. Oh, hallo, ihr. Ja, ich glaube, ich springe mal runter. Vielleicht erst auf diese Laterne drauf und dann ganz runter. Weil das Bike ist ja da hinten. Okay, und dann geht's wieder nach oben. Dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Vielleicht mal eine Fischsuppe. So, hier scheint nichts weiter zu sein. Dann gehen wir nach oben. So, dann schätze mal, hier kommt dann der... Oh, hi. Ja, gut. War's das? Gerade sagen, schätze mal, hier kommt bald der Hauptloot. Aber stattdessen kamen irgendwelche Viecher. Was gibt's denn hier eigentlich zu sehen? Oh. Der Herr Biker. Waren das? Oh, das sind aber ganz schön viele. Falten mal hier schön teilweise rund. Willst du mich verarschen? Warum ist hier deradiated? Danke dem Biker, weil der blockt die hier. Okay, jetzt haben wir nur noch die hier am Arsch. Hm, ja, geil.
Kommen die hier eigentlich hoch? Ja, halbwegs. So, die ist weg. Schauen wir mal, wie man das jetzt hier macht. Ah. Und wieder runter. Weiß nicht, ob ich genug Damage mache für die, weil die heilen sich ja, die Verstrahlten. What the fuck? Ist sie tot? Wäre zu hoffen. Hey, sag mal, sterb doch mal. Ich glaube, ich nehme diese Mod hier wieder runter. Seitdem die drauf ist, habe ich das Gefühl, die Schrotflinte macht kaum noch Schaden. Dieser Entenschnabel-Mod. Größe Müll. So, also wie bekommst du jetzt hier mit Leuchtenden zu tun? Das ist eine gute Information. Ah, ist der Hauptloot. Hab sogar einen Vogel gehört. Da. Und hier ist auch noch eine. Wir rennen einfach mal im Kreis. Ja, was auch immer. Gut, schauen wir uns das hier an. Jagdgewehr, okay. Können wir dieses selbstgebaute Pipe-Jagdgewehr wegschmeißen? Beziehungsweise verkaufen. So, einmal eine Truhe mit ein bisschen Munition und eine Menge Müll drin. Okay. Abgesägte Schrotflinte-Mod. Was haben wir hier? Bücher, die wir schon kennen. Ja, war wieder mal nicht doll. Kein Lootglück im Moment. So, hier passt jetzt kaum noch was rein. Wir können uns hier nochmal umschauen auf diesem Hinterhof. Der gehört ja auch irgendwie zu dem Gebäude dazu. Und dann bringen wir das ganze Zeug erstmal nach Hause. Oh, hi. Wo kommst du denn her? Wie viel hat der? 2500 Hitpoints? Nee. Vielleicht ein andern Mal. Was ist das hier eigentlich? Zu was gehört denn das dazu? So ist sie denn Feral, hä? Achso, weil wir in der Innenstadt sind und die hier einfach so rumlaufen. Ja, okay, ich hab's verstanden. Und da kommt noch ein Biker rausgerannt. Und da oben läuft ein Dicker rum. Ach, wisst ihr was? Macht auch, was ihr wollt. So, wir haben es 5:30 durch. Gehen wir kurz zu Hause abladen. Und dann können wir ja nochmal in so ein Einfamilienhaus hier irgendwie reinschauen. Wegen Säure. Vielleicht finden wir da irgendwas im Spülschrank oder so. Und dann müsste es ja auch langsam schon Abend werden. Wo wir uns dann an die Generator-Quest machen. So, dann suchen wir uns mal noch irgendwas Kleines. Obwohl, wir haben ja noch 4 Stunden Zeit fast. Muss gar nicht so klein sein. Wir waren ja auch noch gar nicht in diesem Poppenpilz drin, oder? Könnte man auch noch machen. Sind wir hier schon drin? Ja, ich glaube, da waren wir schon drin. Da waren wir, glaube ich, auch schon drin. Dann lass uns doch mal
Hier gucken. Hier waren wir noch nicht drin. Kommt gleich einer, der in den Pool springt. What? Oh, ein Holzfäller. So, was gibt's hier drin? Ist hier wirklich eine Umkleidekabine bei einem Einfamilienhaus mit Pool? Ja, nicht drüber nachdenken. So, wo geht's denn hier rein? Ob, den nehme ich mit. Jetzt bin ich aber immer noch nicht schlauer, wo es hochgeht oder reingeht. Ach, hier durch die Frontgarage. Okay. Ach, ein Kopf. Ja, du kannst explodieren, aber bitte ohne mich. Hast du jetzt das schöne Auto mit in die Luft gejagt? Boah, ich wollte das haben. Brille. Hallo? So, bitte lass diese Küche etwas Säure haben. Ach, komm schon. Oh. Bisschen Geld. Blei. Okay, dann gehen wir nach oben. Tür zu. Ah! Willst du jetzt vielleicht mal sterben? Habe ich gesehen, dass hier hinten noch Platz war. Ob da oben was versteckt ist? Tatsächlich. Aus, du Kleidersack. So. Ach, hier geht's wieder rein. Okay. Die können wir scrappen. Okay, dann müssen wir jetzt wohl wieder hier raus. Ist hier vielleicht Säure? Nope. Nope. Ja, hier warten doch Zombies. Was, nur du? Als ob. Ach. Ah! Da stand noch einer auf dem Balkon. Sind noch mehr? Ach, hier geht's noch aufs Dach, okay. Ja, Hauptloot. Jetzt nicht viel. Also quasi gar nichts. B
Bisschen was an Munition, okay. Und Schießpulver. Ja, das ist nicht übel. Essen wir hier mal gleich was. Müssen wir die ganzen Dosen hier nicht mit rumschleppen. Okay. Schauen wir noch aufs Dach, ob es da irgendwas gibt. Aber was soll hier sein? Achso, hier gibt es noch einen Dachboden. Ja, nice. Mit noch mehr Munition und Material. Okay. Dann gehen wir nochmal ein letztes Mal abladen. Dann sollte es 22 Uhr sein und dann können wir uns auch auf den Weg machen zur Generatorquest. Die Kiste ist voll. Ich sortiere gleich mal die Sachen, die wir verkaufen wollen, um in die Händlerkiste. Dann dürfte das hier etwas leerer sein und dann kriegen wir hier auch alles unter. So, was wollen wir denn hier für schöne Sachen mitnehmen? Wir können einmal Kaffee mitnehmen. Wir können mal Verbandskästen und Schmerzmittel mitnehmen. Dann hatten wir doch hier mitgenommen den Schädelbrecher und diesen Gesundheitsbalken. Dann nehmen wir natürlich ein paar Waffen mit und Munition. Den Geschützturm können wir mitnehmen. Da haben wir sogar noch ein bisschen Munition über von der letzten Horde. Dann packen wir das hier alles zusammen. Und ich kann mir noch ein paar Spikes bauen. Ich weiß nicht, ob die so viel bringen im Gebäude, also wenn man so Indoor kämpft, aber uff, sie stören ja auch nicht, wenn sie hier halt in der Hotbar sind. Okay. Machen wir uns auf den Weg. 22 Uhr durch ist es. Verlieren wir keine Zeit. So. Da sind wir wieder zurück. Hier waren wir tagsüber und hier starten wir jetzt in die Quest rein. Was haben wir hier? Ölschiefer. Okay, schauen wir mal, ob alles durchgeladen ist. Ja, dann gibt es jetzt wohl kein Zurück. Oh. Oh, hallo. So, wo sind die nächsten? Oh, hier ist einer. Wenn ich jetzt hier schieße, dann locke ich wahrscheinlich die halbe Stadt an. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber das ist jetzt eh schon zu spät. Irgendwen höre ich auch noch. Was da hinten? Okay. Gehen wir erstmal weiter. Ja, ich vermute hier irgendwo, ne? Ja. Ach, hi. Weiß gar nicht, ob wir das hier überhaupt looten wollen. Wir können das ja looten, aber vielleicht machen wir zuerst mal die Quest. So. Moin. Und? Hier drin? Oh ja, hier ist einer drin. Scheiße. Okay. Du gehörst doch auch hierzu. Wo seid ihr? Da. Und da oben. Ach. Okay, mal Bandage benutzen. Ach, und übrigens, wir haben ja noch die ganzen Buffs.
Ich nehme die mal. Ist vielleicht eine gute Idee, wenn ich die schon mal mitgenommen habe. Was kommt da hier angerannt? Ah. Ne Feral Party Girl. Oh mein Gott. Und du auch. Fuck. Ich brauche mal mehr Heilung. Dann war doch gleich die Schmerzmittel. Und den Kaffee. Uff, uff. Ich schätze, die von hier, die sind schon gekommen, oder? Die sind schon aufgewacht. Hier unten ist ein Schlüsselkasten. Und hier ist auch jede Menge Loot. Oh. Großer. Oh, der ist Feral. Ah, oh Gott. Oh, shit. Tür zu. Oh mein Gott. Was für ein scheiß Chaos. Was für eine Shitshow. Ihr kommt nicht raus aus dem Stunlock. Braucht ihr gar nicht probieren. Verdammt nochmal. Okay. Das war crazy. Ich habe noch nicht mal die AK gebraucht. Weil ich jetzt auch zugeben muss. Ich habe nicht mal mehr dran gedacht, dass wir die dabei haben. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der zweite Generator ist. Machen wir erstmal den ersten an und dann wird er uns schon dahin führen. Oh. Ach, der ist ja bloß ein Generator. Ich dachte, die Quest hat zwei Generatoren. Einer ist noch aufgewacht. Da. Und tschüss. Ja, super. Dann haben wir das auch geschafft. Quest ist durch. Das heißt, Zombies müssten auch alle tot sein. Dann gehen wir doch mal hier runter. Denn hier war ja der Hauptloot. Sechserbogen haben wir schon. Rest nehmen wir mit. Pfeile werden gescrappt. Wir haben bessere. Ja, Motorwerkzeugteile. Oh, Schrotflintendrosselmod, ja. Ich mach das jetzt. Auch wenn ich beide hier rauf machen könnte. Nee, kann ich nicht. Ich kann nur umtauschen. Okay, da bin ich ganz froh eigentlich, weil diese Mod, der Entenschnabel, ich weiß nicht. Vielleicht haben sie ihn versaut mit der Alpha 20. Ich habe das Gefühl, der hat früher besser funktioniert. So, hier haben wir noch ein paar Frames. Oh, Aloe-Samen. Und noch ein Lockpick und Frames. So, hier geht's dann raus, nehme ich an. Genau, aber wir schauen mal noch, was es hier sonst noch so gab, wenn wir schon mal das Gebäude hier leergeräumt haben. Vielleicht gibt es ja hier noch Säure. Ah, das ist noch ein Safe. Siehst du mal, hat sich doch gelohnt. Wobei, wir werden sehen, ob sich das gelohnt hat. So, Pfeilauflage-Mod und ein bisschen Munition. Ja, die können wir tatsächlich mal hier reinmachen. Und ganz gut gebrauchen. Was macht die nochmal? Verbessert die Genauigkeit. Ja, das ist gut. Gerade bei dem primitiven Scheißbogen ist das durchaus sehr nützlich. So, schauen wir nochmal nach ganz oben. Hier ging es doch irgendwie noch hoch. Nee. Pfeile will ich nicht. Ist hier was drin? Nur Müll. Oh, Yucca-Samen. Okay.
Ach, oh, was willst du denn? Gerade die Armee der Untoten besiegt. Was willst du denn hier alleine ausrichten? Der wollte mir ein Lootbag bringen. Jetzt habe ich es verstanden. Oh, schön viel Munition drin. Eine Mütze. Rüstungsteile. Noch Stahlbarren sogar. Kunststoffteile. Wir haben übrigens überhaupt keine Kunststoffteile mehr. Ne? Ich hab... Was? Da oben. Na komm. Wo sind die denn geflogen? Ach da. Ja, wir haben alles verbraucht. Ich habe fürs Craften der Mods wirklich jedes einzelne Kunststoffteil aufgebraucht. Wir haben irgendwie den Tag gestartet mit absolut null. Denn auch das Craften der Pfeile, der Stahlpfeile, kostet ja Kunststoffteile. Also ist auch so ein Item, was hier durchaus an Wert gewonnen hat, scheinbar in der Alpha 20. Ist nicht ganz so selten natürlich. Nichts im Vergleich zu Säure, aber wenn man die Chance hat, sollte man durchaus ein paar mitnehmen. Zum Beispiel hier. Zack, 5 Teile mehr. So, dann ist, glaube ich, das hier der letzte Bereich, wo wir noch nicht waren. Ah, Kaffeesamen lasse ich jetzt mal hier. Ah, nochmal 5 Kunststoffteile. So, alles klar. Dann ziehen wir uns zurück. Ja, dann war das wohl dann Tag 18 in der Pommesbude. Jetzt fängt schon gleich Tag 19 an. Und wir haben noch mehr Loot hier. Oh je. Ja, ich werde das schnell sortieren. Und dann geht es ja auch schon gleich los mit Tag 19. Tag 19 ist Trader Restock. Das heißt, wir werden mindestens mal den Trader hier bei uns besuchen. Und dann möchte ich mich auch ein bisschen um die Hortbase kümmern, die Sachen, die da kaputt gegangen sind, zumindest ersetzen und mal so ein bisschen überlegen, wie man das in Zukunft ausbauen kann. Ja, und Tag 20 werden wir dann die anderen beiden Trader besuchen. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert gern den Kanal und über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Dann bin ich jetzt mal raus, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.